So, herzlich willkommen zu einem neuen Video heute. Und zwar besprechen wir heute mal die Beziehung zwischen Thais und den Europäern, hauptsächlich aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Viel Spaß bei dem Video. Generell denke ich, dass so die Thailänder eine andere Vorstellung oder eine andere Definition von dem Wort Liebe haben. Und zwar spielt da immer die große Sache um das Geld mit hinein. Dadurch, dass der thailändische Staat hier seine Bürger völlig alleine lässt in irgendwelchen sozialen Absicherungen. Natürlich gibt es so ein bisschen Arbeitslosengeld, aber nur, ich glaube, für 6 Monate sowas. Oder die Rente ist sehr, sehr mickrig. Also das spielt immer mit eine große Rolle. Und es wird auch bei der Definition der Liebe oder bei dem Aussuchen des Partners immer eine große Rolle mitspielen. Ja, weiterhin, was noch ein relativ großer Unterschied ist, ist, dass man hier ja von der thailändischen Ehefrau oder auch Ehemann, wie auch immer, die Zustimmung der Familie auf jeden Fall haben muss. Wenn das mit der Familie nicht funktioniert, wenn die denken, dieser Ausländer, der bringt nichts, der taugt nichts oder der hat nichts, dann wird es natürlich schwierig auch mit der Beziehung, weil gerade das Thema Familie wird hier in Thailand wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Und wenn die Familie nicht einverstanden ist, dann wird das auch mit der Frau so schnell wirklich nichts, weil hier gilt auch immer das Motto, bloß nicht das Gesicht zu verlieren und auch mit der Familie immer gut Freund zu bleiben oder sich gut zu verstehen. Das ist hier für die Thailänder sehr, sehr wichtig. Also die thailändischen Frauen sind sehr, sehr eifersüchtig. Von den Männern kann ich jetzt nicht sprechen. Habe ich zwar auch schon gesehen, aber hauptsächlich kann ich jetzt das über die thailändischen Frauen sagen. Also einmal das, was jetzt von Freunden oder Bekannten berichtet wird. Und ich habe das schon öfters gesehen. Also die thailändischen Frauen sind wirklich sehr eifersüchtig. Und da kann man nachher auch erzählen, was man möchte, wenn die der Meinung ist, das ist so, sie muss eifersüchtig sein, dann ist das so. Ja, was auch noch zu großen Problemen führen kann, ist natürlich hier die kulturelle Gegebenheit oder die kulturellen Unterschiede zwischen europäischen und der thailändischen Kultur. Hier in Thailand wird nämlich der Buddhismus wirklich groß geschrieben und es wird darauf auch sehr viel Wert gelegt von den Thailändern, auch Tempel zu besuchen oder bei irgendwelchen größeren Anlässen, was jetzt die Familie betrifft oder wenn jetzt irgendein besonderes Ereignis bevorsteht, was gut verlaufen soll, dann wird dann nämlich in den Tempel gegangen und auch zu dem Buddha gebetet. Auch wird immer was für die Mönche oder für den Buddha gespendet und die Religion hier in Thailand wird wirklich relativ groß geschrieben. Was natürlich bei uns in Europa bzw. Deutschland eben nicht so der Fall ist. Also die Religion wird hier wirklich sehr, sehr ernst genommen. Als nächstes haben wir die Sprache. Wenn man als Ausländer nicht die thailändische Sprache spricht oder eben der Partner, den man sich ausgesucht hat, vielleicht auch kein Englisch spricht oder kein gutes Englisch spricht, dann kann das schon wirklich relativ schwierig werden, weil man muss mal bedenken, dass man dann gewisse Themen, gerade wenn es wichtige oder relativ schwierige Themen vielleicht sind, dieses Thema eben nicht ausdiskutieren kann und was dann natürlich weiterhin zu Missverständnissen führt. Ein weiteres relativ großes oder mittelgroßes Thema ist hier das Glücksspiel. Glücksspiel ist ja eigentlich in Thailand verboten. Das ist von der Regierung eben nicht erlaubt. Aber es findet natürlich hinter verschlossenen Türen oder privat eben doch statt. Und gerade das Glücksspiel, was jetzt so das Kartenspielen hier betrifft, das ist schon relativ beliebt. Und da sind auch wirklich einige Thais ziemlich süchtig sogar nach, kann man sagen. Angeblich geht es dabei nie um Geld. Ob das wirklich immer so stimmt, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Sie sagen immer, ja, das geht hauptsächlich um den Spaß und nicht um ihr irgendwelches Geld dabei. Ja, dieses Glücksspiel ist hier eigentlich relativ weit verbreitet, gerade was diese Kartenspielerei angeht. Und das ist also auf jeden Fall mehr als in Deutschland. Ob es da jetzt die Leute wirklich relativ abhängig von dieser Spielsucht sind oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Natürlich gibt es das in jedem Land, aber hier in Thailand ist es wirklich schon wesentlich mehr als bei uns in den westlichen Ländern. Liegt das da auch daran, dass das Glücksspiel hier eigentlich von der Regierung aus her verboten ist
Und ja, man weiß ja, alles, was verboten ist, macht nämlich doppelt so viel Spaß. Wo man auch ein bisschen drauf achten sollte, wenn man jetzt sich einen thailändischen Partner aussucht, ist natürlich der Grad der Überschuldung. Hier in Thailand ist es so, dass viele Leute überschuldet sind, aus den verschiedensten Gründen. Das kann natürlich auch in Deutschland oder Österreich, Schweiz ist es natürlich auch der Fall. Aber hier in Thailand ist es halt so, da ist die Frage immer, die leihen sich wirklich an jeder Ecke Geld. Ob das auch von denjenigen wieder zurückbezahlt werden kann oder ob er das tut oder ob es da in Zukunft vielleicht auch noch einen Haufen Probleme geben kann. Ja, die Schuldenquote hier in Thailand liegt bei 62,4% im letzten Jahr gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt und für dieses Jahr wird erwartet, dass die Schuldenquote der Leute auf über 64% des Bruttoinlandsproduktes aufsteigt. Also, da vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, wenn man sich hier einen thailändischen Partner aussucht. Hat das wirklich alles Hand und Fuß und wie hoch ist die Schuldenquote bei demjenigen selbst dann? Ja, ich möchte hier natürlich auch das Thema nochmal mit den Barfrauen vielleicht ansprechen, obwohl ich jetzt natürlich weiß, dass viele wieder in die Kommentare schreiben werden, nein, das stimmt nicht und immer diese Vorurteile und so weiter und so fort. Es geht hier nicht um irgendwelche Vorurteile, sondern es geht mir einfach hier darum, Leuten zu sagen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung hier mit Thailand haben, was sein könnte. Ne? Dass es vielleicht nicht immer so ist, ist auch klar, aber mir geht es darum, das Thema einfach mal anzusprechen, dass das eben gut sein kann. Also, Thema Barfrauen. Also bei Barfrauen ist es natürlich so, diese Frauen verdienen mit diesem Job ihren Lebensunterhalt. Das heißt also, denen bleibt gar nichts anderes übrig, als mit euch so viel Geld wie möglich zu machen. Das muss einem jeden mal klar sein bei der ganzen Sache. Ja? Und diese Barfrauen haben natürlich eigentlich nichts mit den normalen Frauen hier aus der Stadt oder vom Land, die jetzt einen völlig anderen Job nachgehen. Diese Frauen haben damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Ne? Und nochmal, das ist nicht verallgemeinert, aber das ist einfach eine Tatsache. Diese Frauen verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Also kann es da gut sein, dass ihr innerhalb kürzester Zeit auch wirklich vielleicht sehr, sehr viel Geld loswerdet. Also, ich sag's nochmal, das ist nicht verallgemeinert. Es trifft natürlich nicht auf jeden zu. Ich sage jetzt nur, was passieren kann. Aber generell sind Thailänder ein relativ friedliebendes Volk und eigentlich machen die alles, um all dem anderen irgendwo zu gefallen. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die sind auch nicht von Natur aus irgendwie streitsüchtig oder sonst irgendwas. Nein, im Gegenteil, meistens machen sie Kompromisse oder finden irgendwo oder versuchen einen Mittelweg zu finden. Ja, und hier nochmal drei Tipps von mir, die euch vielleicht auch irgendwann vielleicht mal weiterhelfen. Und zwar der erste Tipp ist Ruhe und Verständnis, denn nur wer Ruhe und Verständnis wahrt, kann etwas lösen oder auch andere Probleme vermeiden. Zweitens ist es die Akzeptanz, denn nur gemeinsam, wenn man für den anderen auch Akzeptanz entgegenbringt, bezüglich der kulturellen Unterschiede oder der generellen Unterschiede, nur dann kann man in Zukunft auch wirklich Probleme lösen und auch an der Beziehung arbeiten. Und der dritte Tipp ist Freiheit und Vertrauen. Man sollte dem Partner immer seine eigene Freiheit lassen und nicht nach seinem eigenen Willen irgendwo umformen zu wollen und ihm natürlich auch Vertrauen entgegenbringen. Also mit diesen Sachen bin ich eigentlich bis jetzt immer recht gut gefahren. Das betrifft jetzt nicht nur Thailand so, das war auch in Deutschland so. Also mit den Sachen war ich immer eigentlich auf einem ganz guten Weg. Das war das Video schon für heute. Es war heute mal ein bisschen kürzer. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Kommentar und ein Like da und natürlich auch ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, ciao, ciao.